Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und Gotai, dem mächtigen Khan des Clan, der im letzten Teil sich an einem Projekt zur alternativen Geschichtsschreibung beteiligt hat. Es war so, dass, und ich bitte das nochmal in aller Form zu entschuldigen, dass die KI mir drauf und dran war, zwei Städte abzunehmen. Die hätte ich alle wiederbekommen, das ist nicht das Problem, aber es wäre wieder in so ein Hin- und Her-Gerenne ausgeartet, und das möchte ich bei dieser Map ganz gerne vermeiden, weil die halt auch wieder ziemlich, ziemlich groß ist. Und heute machen wir das folgendermaßen. Also wir machen jetzt erstmal hier einen Speicherstand. Schauen wir mal, können wir diesen Kampf da regulär machen oder wie viele Einheiten sind das? Ach, das müssten wir aber eigentlich besser schaffen. Ich gucke mir das mal gerade an, ja. Jo, dann bleibt mal so stehen. So, wir machen erstmal eine Eile auf dich. Da kriege ich aber nur ganz wenige in den Griff. Müsste mir jetzt jemand mal gerade erklären, warum die Einheiten von dem alle so schnell dran sind. Vor allen Dingen diese, die mir jetzt hier, ne? Ach ne, da oben. Okay. Da bin ich ja mal happy, dass der mal ausnahmsweise nicht auf meine Zentra... Wow! Okay, gut, nehmen wir mal es doch anders. Wow, da sind die Verluste dann aber doch ein bisschen heftig, ne? Nee. Also, unverzügliche Reise. Ich hätte eigentlich weiter teleportieren können. Naja, ist jetzt auch egal. Ja, der Clou an der Sache ist, ich habe mir nochmal gedacht, der Zauber ist wohl erlaubt auf dieser Map. Also es ist wohl auch so gedacht, dass man ihn hier benutzt, weil in der Map 3 war er ja gesperrt mit purer Absicht. Und ich denke mir, dass die Leute von Nival Studios, die das da geplant haben, ich bin jetzt einfach mal so unverschämt und unterstelle denen, dass die so viel Hirn haben, dass sie das rausgenommen hätten, wenn es nicht erlaubt gewesen wäre. Ja, wir bauen jetzt mal hier nochmal zwei Vorratsspeicher. Da sehe ich auch den roten Helden schon wieder. Und jetzt machen wir Map Control in folgendem Sinne. Wir versuchen die zentrale Stadt, die sich hier befindet, einzunehmen. Okay, aber den Rutger schaffen wir. Wir versuchen, die zentrale Stadt, die sich hier befindet, einzunehmen und dann von hier so eine Operationsbasis zu schaffen. Dass wir mit unseren Helden immer hier in diesem Dreieck hin und her laufen. Also nicht mit Gotai, sondern Gotai wird hier alles versuchen zu sichern. Mach den Rutger mal gerade weg. Der kann sofort abhauen, das finde ich aber doof. Okay. Super. Da komme ich sogar dran. 41! What? Jesus Maria. So, der hat jetzt halt auch mal wenigstens keine, oder sagen wir mal so, noch keine Titanen am Start, ne? I don't know. Mach mal so. Danke. Voll Assi.
auch mal wieder hier. Der Sinn dieser Armee, gegen die wir gerade kämpfen, der besteht darin, uns möglichst viele Zentauren zu töten. Ich finde es teilweise so affig. Aber gut, okay. Warum nicht? Ja, wir haben leider keine Gegenwehr. Ist natürlich vor unseren Zentauren dran. Mit allen seinen Einheiten. Mit allen Fernkämpfern, okay. Oh, es ist so bekloppt. Es ist einfach so bekloppt. Und platt. So, natürlich haben wir eben nicht die Initiative abgezogen und als nächstes kommt mal wieder der magische Pfeil. Ne, doch nicht. Doch, ja. Vielleicht bei dir ausnahmsweise mal? Tatsache. Okay, es hat einmal geklappt, ich bin happy. Nee, natürlich kann ich ihn nicht. Natürlich kann ich nicht ran, weil mir ein Bewegungspunkt fehlt. Dann nochmal bitte eine magische Faust. Danke. Ja, okay, gut. Es ist so behämmert. Es ist so behämmert, ohne Witz. 38. Ist okay. Wir haben ein paar Goblins geopfert dafür, dass wir ein paar mehr, dafür, dass wir ein paar mehr Zentauren behalten haben. Zwei mehr. Aber wie gesagt, Goblins zählen nicht als Verluste. So. Jetzt müssen wir versuchen... Ich hätte es ganz am Anfang machen sollen. Ich hätte schon direkt... Ganz am Anfang hier mich drüber teleportieren müssen, einfach durchrennen und die Stadt einnehmen. Das wäre so viel einfacher gewesen, aber gut, ich habe es nicht gemacht. Ich habe darauf vertraut, dass man hier noch ganz regulär, klassisch sozusagen spielen kann, aber naja. Schau dir das mal hier unten an. Ja, ich habe da also immer, ich habe da vorhin ne, nochmal geladen und habe dann hier nochmal... Das Rad ein bisschen zurückgedreht. Weißt du, du bleibst hier oben hocken. Was ist das Ding jetzt aus? Und brauche ich 50 extra Ragepunkte? Nicht so dringend. Aber so ein Saal der Prüfung oder wie das heißt, kann man nochmal bauen. Ich trinke mal gerade einen Schluck Kaffee. Ja, und das ist halt echt ein bisschen schade, wenn man halt keinen Helden hat, der in der Lage ist, die Zentauren zu verteidigen. Man verliert sie halt einfach dauernd. Es ist leider so. Es stört mich immer. Oh, hier ist noch ein Obelisk. Okay. Ja, wir kommen dieser Sache langsam näher. Ach ja, genau. Ich will mal gerade wissen, was auf der anderen Seite von diesem Portal ist. Okay, das sind die ganzen Todesritter mit Anhang. Das ist also das Ding bei mir quasi. Vorne dran, okay. Die Halle des Zorns. Bauen wir das Teil mal langsam ein bisschen aus. Mehr Schlechter sind immer gut. Bin ich jetzt der Einzige, der sich gerade fragt, wie der an die Rajas dran gekommen ist? Na, ist egal. Wir kriegen einen Haufen Geld dadurch, ist sehr gut so.
So, jetzt müssen wir irgendwie noch den roten Spieler aufhalten, nach Möglichkeit. Wenn wir den schon mal ausgeschaltet haben, dann wird es auch einfacher. Erobert Shahibdia, die Stadt, wo die Orks das Licht der Welt erblickten. Erobert die Stadt der Zuflucht. Hätte ich jetzt tatsächlich direkt am Anfang machen sollen. Ja, jetzt kriegt er halt nochmal Kreaturenvermehrungen, aber es ist okay. Okay, wir haben alle Dwellings eingenommen, wenn ich das richtig sehe. Und dann bauen wir hier mal die Reisehütte. Ja, ich könnte mal meinen Timer starten übrigens, fällt mir gerade ein. Ja, wir hätten es direkt einnehmen sollen. Also, falls ihr die Mission danach spielt, ich muss halt sagen, ich kenne die jetzt auch nicht mehr so genau. Solltet ihr direkt machen, einfach hochrennen, die Stadt holen, weiterrennen, hier teleportieren, die Stadt holen, hier rüberrennen, teleportieren, die Stadt nehmen. Und dann spart ihr euch einfach eine Menge Stress. Okay, gut, da ist so gut wie nichts drin. 15.000 von mir aus. Ist der da mit Schalassas Schiff unterwegs oder was? Und hier war jetzt zum Beispiel überhaupt nichts außer dieser Garnison. Wir können eine Werft bauen. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Machen wir mal. Dann holen wir uns noch einen Helden. Aber gibt dem Gottheim mal gerade die Zentauren. So. Oh, wir kriegen fast ein Level. Und er hat einen immer vollen Geldbeutel. Wo habe ich den denn jetzt her? Habe ich den bei der Stadtbelagerung bekommen? Das könnte ja fast sein. Okay. Dann laufen wir wieder zurück. Wir bauen gleich ein Schiff. Ja, blöd, dass wir jetzt mit dem hier in die Stadt müssen. Da kriegen wir dann Nekromantenvermehrungen. Das ist irgendwie Quatsch, aber... Naja. Nee, haben wir ja gar nicht gekriegt. Haha, okay. Sklavenmarkt hier. Nächste Runde bauen wir ihn hier. Du kannst aber mal die ganzen Zentauren anwerben. Die brauchen wir nämlich. Und die Orks holst du auch noch. So. Da müssen wir noch hin. Die Erzgrube sollten wir noch holen. Also Rot geistert hier irgendwo noch rum. Nur wo? Eine Armee Fußsoldaten. Oh, mir fehlt ein Quecksilber. Tatsächlich. Kann ich noch nicht bauen. Schade. Okay, dann baue ich mal wenigstens hier diesen Lindwurmhügel oder wie das Ding hier heißt. Lindwurmklippe, genau. Damit wir Lindwürmer bekommen. Ein paar hochlevelige Kreaturen sind sicherlich nichts Schlechtes.
Und dann geh doch schon mal hin und hol mir mal die Skelette. Die kosten mich ja gar nichts. Die Zombies kosten 1200. Die nehmen wir mal auch. Nehmen wir hier das ganze Zeug aus dieser Nekrostadt. Ja, ist okay. Die anderen lassen wir da mal stehen. So, jetzt haben wir Map Control, wenn ich das nicht gerade falsch einschätze. Wir müssen vor dem roten Spieler noch ein bisschen aufpassen. Jetzt brauchen wir hier auch den Sklavenmarkt. So, ich gehe jetzt mal gerade hin. Ich mache jetzt mal einen Goblin. Den könnte ich verkaufen für 12. Und ich glaube, einer kostet mich 10, ne? Jo. Das ist eigentlich ganz, ganz cool. So, und ihr blockiert euch gegenseitig, finde ich ja heiß. Ja. Ein Schiff. Mal direkt an Bord. Ach, guck mal da. Komme ich da schon hin? Wir greifen erstmal hier alles ab, was da liegt. So, weiter geht's. Holen wir uns die. Da muss man echt am Anfang aufpassen wie ein Schießhund, dass man immer die richtigen Kreaturen-Stacks angreift, ne? Weil die sind ja alle. Das sind ja so mega viele Truppen drin. Unglaublich. Scheint es aber doch geklappt zu haben. So, verkaufen wir erstmal die Skelette. Wir können sogar eigene Kreaturen als Sklaven verkaufen, aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja hier wie Daenerys Targaryen und befreien die Sklaven. Bla bla bla. Schwätz. So, dann holen wir uns hier mal gerade ein paar Upgrades ab. Und dann läufst du mal hier runter. Denn dort können wir ja jetzt auch ein bisschen was abräumen. Gut, bisher. Ja, die Erdelementar, die will ich aufreiben. Das wäre schön. Nö, 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 da verlieren wir keinen schlechter. Du da stehen. Gotai. Ein gewaltiger Hieb wäre schön. Ja, komm, machen wir mal weg. Gut. Haha, Bröckel, Bröckel. Da klappen die die Erdelementare so richtig zusammen. Das läuft sehr gut.
Ich nehme die geübte Geländekunde. Und ausnahmsweise sammle ich jetzt heute auch mal zur Feier des Tages mit Gotai Ressourcen ein. Und ich nehme Shakuruhat als Helden mit, wenn ich Geld habe. Gut, nächste Runde. Das hier verspricht ein sehr lang andauerndes Szenario zu werden. Aber wenn man die richtige Taktik anwendet, dann müsste es eigentlich ganz gut klappen. Also an der Stelle nochmal, es tut mir leid, dass ich da vorhin so mit dem Hin- und Herladen experimentiert habe, aber man braucht ja einfach so ein Rezept, damit die Karte nicht am Anfang schon ultra nervig wird und die Gefahr war einfach da und ich will ja auch Spaß haben hier beim Spielen und mich nicht die ganze Zeit aufregen. Ja, ich will auch nichts anheuern. Und deswegen, ja, es langt jetzt nicht mehr, ne, für die unverzügliche Reise, aber dann stelle ich wenigstens direkt vors Tor. Was wollte ich sagen? Genau, ich will ja auch ein bisschen Spaß haben an der ganzen Kiste und bitte euch einfach um Verständnis, weil totnerven will ich mich jetzt auch nicht, nur weil ich, also ich habe ja auch den Fehler von Anfang an halt gemacht, dass ich nicht direkt hier auf die Stadt gelaufen bin. Das wäre doch etwas einfacher geworden in Summe. Okay, wir bauen mal hier den Zyklopen, die Zyklopengruft oder was ist das? Genau, Kluft, Kluft, nicht Gruft, Kluft. Okay. Wir brauchen noch ein paar Kreaturen, die wir verkaufen können. Ja, gut, er hat zwar noch ein paar Bewegungspunkte, ist aber okay. Ja, und das werden wir jetzt so machen, dass wir also mit den Helden hier runterlaufen, uns mit Gotai vorm Tor treffen, ein paar Einheiten austauschen und dann wieder zurücklaufen und so. Das ist nicht der Königsweg, aber es ist, glaube ich, momentan schon am einfachsten. Rot scheint wirklich nichts mehr zu haben, das ist sehr gut. Gotai. Nochmal unverzügliche Reise hier. Wir nehmen jetzt auch die ganzen Kreaturen ohne Upgrades. Die nehmen wir jetzt alle aus der Armee von... Stopp, ich hab's genau falsch rum gemacht. Also, die nehmen wir jetzt alle raus. Ja, läuft, ja. Damit wir denen ein paar Upgrades verpassen können. Kann Gotai hier noch irgendwas killen? Nee. No fucking way. Teleportieren so weit nach Süden, wie es geht. Nutze jetzt den Stadttorzauber, dann stehen wir auch direkt wieder in der Stadt drin. Das ist in Kombination, das ist ziemlich gut. Das müssen wir halt auch machen, um hier ordentlich die Position halten zu können. Gucken wir mal gleich, ob wir da durchstrudeln können. Ich weiß es noch nicht. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mir hier unten noch einen Held holen. Das war's. Du gehst hier ein bisschen scouten. Und wir holen uns noch ein paar Kreaturen, wenn es irgendwo geht. Nö, sieht aber... sieht passabel aus. Wir können noch hier ein bisschen was abgreifen. Jetzt sollten wir aber auch wieder Geld sparen. Dugal. Der Bogenschütze. Ist zumindest derjenige, der den Bogenschützen auch... die meisten Boni bringt.
Können wir es auf eine direkte Konfrontation ankommen lassen? Das müssen wir ausprobieren. Ja, da war ich schon diese Woche. Das sieht ganz passabel aus, wenn wir dafür Rot vernichten können. Teil die mal auf. Und teil die auch mal auf. Hey. Level 16. Die Frage ist, wer macht jetzt hier gerade mehr Schaden? Ich weiß es nicht. Ich schieße mal erstmal auf die. Schieße ich auf die. So, 5 Stück sind schon mal weg. Ist ja phänomenal. Dann machen wir mal für 4 Mana so einen Schlachtruf. Gibt uns halt allen auch nochmal Blutrage. Haha! Psych! Okay, wir haben ihn erwischt. Ja, ich greife ihn direkt an. Klar. Boah, ey, da draußen fährt irgend so ein Vollidiot mit einer Harley rum und macht Ultralärm. Das geht mir doch total auf den Wecker. Und tschüss, Taco. I know. Komm mal ein bisschen näher, damit ich dich besser sehen kann. Ja, ich hab Glück 0, das ist natürlich nicht so super, ne? Ah ja, aber passt. Ist okay. Ich glaube, jetzt haben wir Rot vernichtet, ne? 15, 4, 22. Ne, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Rot lebt noch. Das ist ja mal ein Ding. Dann laufen wir gerade hier runter, Gotai. Schau ich mal da unten gerade ein bisschen um. Ja, befördert doch ein Teil eurer Armee, wollt ihr? Ja. Oh nein, ein Teil unserer Truppen ist über Bord gegangen. Der ganze Goblin, ja. Da ist nochmal der Ogerschild. Ja, den hatten wir ja in der letzten Mission schon, aber irgendwie hat sich das Spiel gedacht, der Günner, der war damit so gut, das machen wir nicht. Nochmal ein Gedächtnismentor. Oha, die Fesseln des letzten Mannes, sehr cooles Artefakt. Dann auf zum Sägewerk, Kollege. Wir müssen wieder Ressourcen sparen. Ja, die Gewinnspanne, die wir haben, die ist nicht wirklich groß bei unseren Anschaffungen. Also wenn wir hier beispielsweise die Nekromanten-Einheiten kaufen, ist die Gewinnspanne recht klein. Scheint so, als wären es, jetzt muss ich nochmal gerade hochrechnen. Jawohl, könnten vielleicht 20% sein oder so. Mal gucken. Ja, jetzt ist Rot besiegt. Okay, gut. Er hatte wohl noch einen Helden irgendwo. Schauen wir mal.
Ja klar, eine Horde, ne? Mhm. Ach, halt doch die Fresse. Das sind zu viele. Okay, ich glaube, ich teleportiere mich noch mit dem Stadtportal zurück. Das heißt ja eigentlich Stadttor, aber ich bin so Diablo 2 verseucht. Ich denke die ganze Zeit, ah, das ist ein Stadtportal. Das ist es natürlich nicht. Ja, verkauf den mal, den braucht jetzt auch keiner mehr. Ah, wir schauen mal schnell. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Dann rekrutieren wir nämlich... Jetzt einmal die ganze Truppe. Ich schreibe mir mal auf, was das kostet und rechne mal gerade aus, was wir dadurch verdienen. 750. 1080. 1400. Ob sich das wirklich prozentual zusammensetzt oder eben nicht, ne? 1900. Und 1860. Rechne ich mir das gerade nochmal aus. Wahrscheinlich sagt jetzt der ein oder andere, Günner, du bist so dumm, guck doch einfach mal nach, da steht das wahrscheinlich selbst auf dem Sklavenmarkt drin. Der Preis hängt von der Anzahl der Marktplätze in eurem Königreich ab, okay. Ihr könnt Gewinn machen, wenn ihr mehr als einen Marktplatz besitzt. Ja, okay, gut. Sechshundert haben wir noch. Das waren die Zombies. Und bei null, da gucken wir mal. Aber da werden wir auch wohl Gewinn machen. Wahrscheinlich richtet sich das dann an dem ganz regulären Preis. Das packe ich nicht. Aber wir scouten ja erstmal nur so ein bisschen, ne? Okay, wir brauchen Schwefel. Ganz, ganz dringend. Sonst könnte das hier noch eine sehr, sehr langatmige Sache werden. Das wollen wir ja alle nicht. Tunika des verfaulten Fleisches, oder wie heißt das Teil? Des zerlegten Fleisches. Nehme ich direkt weg, weil das einen Malus auf Moral gibt und das ist mit allen Nicht-Nekromanten nicht so geil. So, jetzt werden erstmal Kreaturen aufgewertet. So. Und dann kannst du wieder hier hinlaufen zum Treffpunkt mit Gotai. Dann können wir uns mal hier um diese ganzen Minen und so kümmern. Also so langsam müsste das dann nämlich auch gehen. Wollen wir das Gewölbe der Magier untersuchen? Ja, wir gucken mal rein. Also die Verluste sind aber wieder so hoch. Okay, du bist weg. Du bist auch weg. Okay, gut, das läuft ja dann doch ganz gut. Ja, hau noch mal rein, ist okay.
Naja, Edelsteine, damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber gut, okay, passt. Werde die mal gerade noch auf. Hier gehen wir mal noch die da mit. Du kannst auch so machen. Was, vielleicht kann ich mit dem jetzt sogar irgendwo. Ne, die Creeps kann ich vergessen. Die Creeps kann ich vergessen. Kann ich vergessen, kann ich vergessen. Die schaffe ich wahrscheinlich. Das bringt auch wieder nur Edelsteine. Naja, wir gucken uns das mal gerade an. Also das da geht ja auf jeden Fall. So, jetzt schauen wir erstmal nach. Was haben wir denn hier? Da haben wir die ganze Bagage einmal. Okay, oder wir kriegen sie nicht. Drauf geschiss. So, und du müsstest jetzt mal bei Zeiten irgendwo an Land gehen. Weißt du was, läuft doch erst hier rüber. Ich glaube, es ist, oder? Ich speichere das nochmal. Also, das, es könnte halt sein, dass gleich jetzt irgendwo wieder ein Held angeschissen kommt, wenn ich, sobald ich mit Gotthard da irgendwie darüber watschel. Gucken wir mal. Muss unbedingt eine dieser Garnisonen da ausschalten. Da kommt der erste, der zweite. Aber die laufen nicht hoch zu mir. Haben aber ganz schön Truppen. Jetzt ist direkt aus. Ich verfolge die sogar. Dann kriegt er wenigstens mal Level 2. Das ist doch sicherlich nicht das Schlechteste. Ah, okay, hätte ich gar nicht gebraucht. Man merkt einfach, dass er noch Level 2, noch Level 1 ist, weil er macht auch mit. Der macht mit 4 Zyklopen keine 12 von diesen Tanten da platt. Und die, das sind ja die. Also die roten Kreaturen hier in dem Falle, das sind immer die mit dem niedrigsten Verteidigungswert. Du hast keine Gegenwehr. Ah ja, komm, dann klappt das doch. Einfacher Angriff. So, dann schauen wir jetzt mal nach. Für 720, ja, es scheinen 20% immer zu sein. 900. Das sind 150 mehr. 1, 2, 9, 6. Ja, sind immer 20%. Okay, gut. Ja. 20% ist doch eine super Gewinnspanne.
So eine Verzinsung kriegt man ja auch nirgendwo mehr. Ja, ja, alles zum Wohle der Banken. Muss man auch sagen, also ich kenne ein paar Leute, die bei einer Bank arbeiten und habe mich da auch mal mit ein paar Kollegen sehr gut unterhalten. Und ich habe dann einen gefragt, also ich hatte ein Tagesgeldkonto bei der Bank, wo er auch gearbeitet hat. Und ich habe gesagt, ja, weißt du, ich habe das dann aufgelöst, weil es war so, ich habe halt, also ich habe es dann anderweitig in Anführungszeichen angelegt, ja, also die paar Kröten, die ich habe, ja, das ist jetzt nicht wirklich viel Geld. Oh shit. Das ist nicht gut. Kann ich direkt wieder aufs Schiff und abhauen. Ich habe es dann anderweitig angelegt und habe zu ihm gesagt, ja, weißt du, ist halt so, ich mache da mein Tagesgeldkonto und ihr sagt mir dann, du kriegst, der hat mir jetzt mein Schiff abgerippt. Ist das ein Wichser, ey. Weil es halt ursprünglich heißt, ja, 4% Zinsen oder irgendwie sowas, ne? Dann gehe ich da hin und mache mein Tagesgeldkonto und dann ein halbes Jahr später sagt ihr mir, ja, tut uns leid, aufgrund aktueller Entwicklungen im Bankensektor müssen wir auf 1% runter, ja. Und dann frage ich mich halt, wo besteht da noch der Sinn von diesem Ganzen? Also ist der Sinn einfach nur, du würdest ja eigentlich noch mehr Geld verlieren, wenn du es gar nicht anlegst? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, also, Sekunde mal kurz, muss man gerade... Moment, ich muss mal gerade nachdenken. Ja, okay. Wo ist denn der Sinn des Ganzen? Muss man dann, also Geld halt dann anlegen, einfach nur... damit man keine 4,5% Inflation kriegt, sondern eben nur dann quasi 3,5% und so weiter und so fort. Und wie ist denn das bei euch? Ich meine, ihr leiht euch ja irgendwie für einen halben Prozent oder für ein Prozent, leiht ihr euch Geld bei der Europäischen Zentralbank oder so und gebt das dann halt weiter im Kreditgeschäft für 7-8%. Das stimmt ja irgendwas nicht und so. Und dann hat er gemeint, ja, ja, genau, das ist halt auch so ein Problem. Es ist halt einfach so, dass die Banken überhaupt kein Geld brauchen, ja, also die, ne, die brauchen das Geld von den Anlegern überhaupt nicht, ne, also du als Kunde, du gehst halt dahin und die Bank sagt von vornherein, ja, pff, ja, bring's halt hin, ne, aber wir brauchen's halt nicht. Und da stimmt doch irgendwas nicht, also das ist so irgendwie, ne, also das verändert ja auch so, ich überlege mir gerade, ob ich es hier mal versuchen soll. Das sehen wir dann im nächsten Teil, aber ja, dann steigen wir mal hier mit so einem kritischen Fazit aus zum Thema, Banken, ja. Ich sehe das halt einfach sehr kritisch, weil man so als Anleger ja dann einfach überhaupt keinen Wert halt auch mitbringt für diese Bank. Es sei denn, man ist jetzt Multimilliardär und kann halt einfach die Börse beeinflussen mit seinen Investitionen und so. Dann okay, gut, ja, von mir aus, ne? Aber so der 0815-Bürger, der ja früher in die Bank reingegangen ist, ne? Und die Bank hat dem ordentliche Zinsen geboten für sein hart erspartes Geld, ja. Der ist heute nichts mehr wert, ne? Das ist einfach irgendwie schade, finde ich, das stimmt auch irgendwas nicht. Will jetzt nicht hier Bankenbashing betreiben oder so, weil Banken natürlich wirklich wahnsinnig wichtig sind für eine funktionierende Wirtschaft. Aber man muss ja halt so eine Balance finden, ne? Zwischen dem Bankensektor und den privaten Investoren, Anlegern und so weiter und so fort. Und da geht das meiner Meinung nach momentan so ein bisschen arg weit auseinander. Gut, wir sehen uns. Ja, aber was meint ihr denn dazu? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Ich lese es gerne. Wie immer gilt, sachlich bleiben, bitte. Ja, das würde mich sehr freuen. Ich weiß, gerade bei solchen Themen ist man auch manchmal sehr emotional. Es gibt auch viele Leute, die sich ja von Banken regelrecht verarscht fühlen. Ne? Also, das gibt's ja auch, ja, also von daher bitte aber trotzdem sachlich bleiben, ne? Im nächsten Part steigen wir ein mit dem Kampf hier gegen diese mäßig gefährliche Armee. Ich guck mal, ob wir es packen. Vielleicht holen wir uns ansonsten noch hier gerade die vier Zyklopen ab, die da drin hocken. Vier Stück ist besser als nichts, ne? Gucken wir mal. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.